Magnifizenz, Spektabilis. Hohe Fakultät, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Familie, liebe Freunde. Ich bin ehrlich gesagt überwältigt, diesen Saal so voll zu sehen und freue mich sehr, Ihnen jetzt eine Antrittsvorlesung zu halten zu dem Thema Handwerk oder Wissenschaft. Es ist natürlich klar, dass es wahrscheinlich kein Entweder-Oder sein wird. Warum habe ich mir dieses Thema überhaupt gestellt? Kurz bevor ich das Thema einreichen durfte, hatte ich eine Begegnung mit einer Angehörigen, dessen Sohn ich operiert hatte. Und sie sagte, erzählen Sie mir doch mal ganz genau, was Sie gemacht haben. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Ich kann es auch genau sagen, weil sie kenne sich aus. Ihr Vater wäre ja Metzger. Ich war hoch erstaunt und schaute, wissen Sie, also ich glaube, gewisse Unterschiede gibt es da schon. Kurz danach, da hatte ich das Thema schon festgelegt, kam dann aber die Dankeskarte und Sie sehen hier, also Spitzenmedizinqualität, das wollen wir natürlich. Und wir sind anders vielleicht als Ihr Vater, der Metzger, aber vielleicht gibt es natürlich auch Ähnlichkeiten. Das würde ich gerne mit Ihnen heute beleuchten. Mein Werdegang, es ist schon so ein bisschen angeklungen, war eigentlich auf etwas anderes aus. Ich durfte schon sehr früh, mit 5 Jahren, schon etwas Geige spielen. Etwas heißt dann mehrere Stunden am Tag. Hat mir auch eigentlich Spaß gemacht, vielleicht nicht ganz so sehr wie meiner Schwester, die ja Pianistin geworden ist. Aber vielleicht hat es auch dazu geführt, einen gewissen Ehrgeiz zu entwickeln und handwerklich geschickt zu sein, ohne die Künste zu vergessen. Letztendlich habe ich mich aber dann gegen die Musik entschieden, aus verschiedensten Gründen. Und vielleicht hat ja diese Publikation eine Rolle gespielt, auch wenn es die damals natürlich noch nicht gab. Sie sehen hier, hier ist untersucht worden, was ist denn am attraktivsten in einer Umfrage, Filmstar, Internist oder Chirurg. Und gar nicht so schlecht, der Chirurg, er kommt natürlich nicht an so einen Filmstar heran. Der kann ja eh machen, was er will, der ist super attraktiv. Ich meine, hier unser Internist, ein Lachen, auch der ist super attraktiv, kann im Endeffekt nichts machen. Jetzt fragen Sie sich, wo ist denn der Zusammenhang? Sieht ja super süß aus. Nein, es gab gewisse Veränderungen in meinem Leben. Und ich hatte keine andere Möglichkeit. Wie kommt man denn überhaupt zur Chirurgie? Natürlich sind es ganz verschiedene Einflüsse. Ganz oben natürlich die Familie. In meiner Familie gibt es aber keine Ärzte. Aber es gibt gewisse Vorbilder. Sie sehen hier Professor Trede, der Vater, sozusagen der chirurgische Vater meines Lehrers war, auch leider heute kurzfristig nicht kommen konnte, aber der da sehr prägend war. Aber es ist heute auch jemand hier, der mich wirklich beeinflusst hat. Das ist Herr Dr. Leistner, mit dem ich schon frühzeitig, eigentlich der einzige Chirurg, den ich in meiner Jugendzeit kannte und der für mich da ein großes Vorbild war. Natürlich auch viel Zufall, Freunde, Kollegen, Genetik und dann, Sie haben es schon gehört, mein Lehrer kann leider nicht da sein. Ich bin sehr traurig, möchte ihm natürlich auch diese Vorlesung widmen, weil er hat mich wirklich extrem geprägt. Sie müssen sich vorstellen, dass ein Chirurg und Chirurgen untereinander natürlich wirklich extrem viel Zeit miteinander verbringen. Und nach dem 20. Lebensjahr war es sicherlich die Person, mit der ich am meisten Zeit verbracht habe, bis ich dann hierher gekommen bin. Welche Chirurgie man sich dann wirklich widmet, hängt natürlich auch damit zusammen, aus welchem Stammbaum man stammt. Und Sie sehen hier natürlich nur einen Ausschnitt, aber hat sehr viel zu tun mit der Heidelberger Chirurgie. Viele von Ihnen werden K.H. Bauer kennen, also ein Pionier in der Krebstherapie. Dann letztendlich Michael Trede, Hans-Detlef Seeger. Und der hat einen sehr großen Einfluss auf mein Leben genommen. Natürlich nicht nur, dass er mir handwerkliche Fähigkeiten beigebracht hat, sondern natürlich auch vor allem, wie geht man mit Patienten um, Vorbildwirkung. Aber auch nicht nur Vorbildwirkung, da gab es natürlich auch Gespräche und man ist natürlich als junger Mensch auch sehr plastisch noch und er hat mich, glaube ich, da sehr gut beraten und auch entwickelt. Die letzten Jahre habe ich dann noch mit Jürgen Weitz als Chef in Dresden verbracht und auch da konnte ich nun wiederum eine ganz andere Schule kennenlernen und das hat mir sehr geholfen, um hier auch hoffentlich die nächsten Jahre gut zu bestehen und die Klinik gut weiterzuentwickeln. Aber natürlich, die Chirurgie kommt erstmal abgeleitet von dem Handwerk. Das heißt, Hand und der etwas schafft und tut. Sie kennen die Vorurteile, ne? Der eine tut, was der andere denkt. Aber ich werde Ihnen hoffentlich in dem Folgenden zeigen können, dass wir Chirurgen auch viel mit dem Kopf arbeiten. Die Chirurgie hatte zur Zeit Hippokrates einen sehr hohen Stellenwert. Was sind denn die ersten Zeichen eigentlich für Chirurgie? Fragen Sie jetzt hier, hat er einen Schuss? Nein. Das ist eine Trepanation. Woher wissen wir das? Das ist 10.000 vor Christus gewesen, wegen der Kallusbildung. Das heißt,
dieser Mensch hat es überlebt. Wir wissen natürlich nicht, warum, wieso, weshalb. Aber das ist eine Intervention, die gemacht wurde, um den Schädel zu eröffnen. In der folgenden Zeit, eigentlich bis ins 17. Jahrhundert, ist die Chirurgie an den Rand gedrängt worden. Die hat eigentlich keine Rolle mehr gespielt. Sie galt als unehrenhaft und war wirklich nur noch Handwerk. Sie sehen hier so Beispiele, wie das natürlich heute nicht mehr bei uns ist, ein Bruchschnitt oder eine Amputation. Wir haben ja zum Glück unsere Freunde, die Anästhesisten, die uns helfen, dass sie heute nicht mehr so leiden müssen, wenn sie zu uns kommen würden. Das hat sich lange fortgeführt. Die Chirurgie war wirklich am Rande der Akademie, gab auch gar keine Lehrstühle mehr. Und es war im Prinzip so, dass der internistische Ordinarius überwacht hat die Operation und hat geguckt, dass alles gut abläuft, sauber ist und danach die Rechnung gestellt. John Hunter ist einer der Ersten, der wirklich begonnen hat, wissenschaftlich zu arbeiten. Ende des 17. Jahrhunderts gab es dann die Einrichtung der ersten chirurgischen Lehrstühle. Was hat dieser Mann gemacht? Er war ein Anatom und Chirurg und hat sich so frühzeitig schon durch anatomische Studien herausgefunden, dass es Lymphgefäße gibt. Hier Lymphgefäße am Hund. Diese Präparationen waren ja vorher durch kirchliche Einflüsse verboten. Und er kam auch zu dem Ergebnis, was sicherlich auch heute noch große Gültigkeit hat, wenn ich immer wieder mit Patienten rede, dass die Operation, die man vermeiden kann, eigentlich die beste ist. Wie ist das hier in Erlangen weitergegangen? 1743, Eröffnung der Erlanger Universität. Sie sehen 5 ordentliche Professoren. Hier die ersten 3 Reihen sind Professoren und das sind nicht alle, darf ich Ihnen sagen, 4 Studenten. Und Sie sehen heute 147 berufene Professoren und die Studenten sind nicht nur mehr geworden, sondern heißen auch anders, nämlich Studierende. Und Sie sehen dann, die Chirurgie ist etwas später gegründet worden und das gilt eigentlich als der Beginn der klinischen Medizin hier. Herr Schräger, auf den ich dann noch zurückkommen werde, der erste Ordinarius hier, Wasserturmstraße, 3 Krankenzimmer, 8 Betten, 269 Patienten im Jahr. Das hat sich dann weiterentwickelt. Zu der Zeit, als dieses Gebäude gebaut wird, viele von Ihnen werden das kennen, ich kann mich kaum noch daran erinnern, ich war einmal hier, als das noch stand, war es aber das modernste mit Düsseldorf, die modernste Chirurgie in Deutschland. Und das ist aufgenommen zu den Zeiten, als ich hier zur Verhandlung kam, was kein Ausdruck dessen sein sollte, was ich hier vorfinde. Und Sie sehen hier die alte Chirurgie, da sind immer noch die OP-Säle und hier angeschnitten das neue Bettenhaus, was in ganz hervorragender Weise dafür dient, dass wir die Patienten gut behandeln können. Und Sie sehen jetzt nur die Allgemeinchirurgie, 32 Zimmer, 70 Betten und wie viele Patienten wir jetzt im Vergleich behandeln. Und Sie sehen auch hier, ich glaube in Zukunft werden wir auch eine gute Verbindung wiederherstellen zwischen Chirurgie, Anästhesie und dem internistischen Zentrum, wenn diese Brücke hier, die viel in den Schlagzeilen auch war, endlich wieder Anschluss bekommt. Zurück zum ersten Ordinarius für Chirurgie, Herr Schräger. Sie sehen erstmal, wie damals gelehrt und geforscht wurde. Der hat also in Leipzig studiert und Sie können das ja lesen, Philosophie, Literatur, Physik, Medizin, hat dann den Ruf nach Erlangen bekommen und eine interessante Professur, könnte man ja auch mal drüber nachdenken, Arzneikunde, insbesondere Chirurgie. Denkt man sich, das passt ja gar nicht richtig zusammen, aber schon damals, er hat sich viel um Wundheilung gekümmert, das waren die wissenschaftlichen Aspekte, die man damals untersucht hatte, waren aber ganz grundlegende. Ersparnis von Schmerzen, Nichtgefährden und Gewissheit des Behandlungserfolges und Heilung des Operierten. Also das kann man heute ja kaum besser sagen. Die Erlanger Chirurgie hat sich dann im Weiteren sehr intensiv der Krebschirurgie zugewendet. Begonnen eigentlich mit Herr von Thiersch, der dann später in Leipzig war. Herr Götze guckt mich auch jetzt immer so grimmig an, weil ich eine Büste auf dem Schreibtisch zu stehen habe. Und dann Herr Hegemann, der sicherlich eine absolute Leuchtfigur ist in der deutschen Chirurgie. Er hat nicht nur dazu geführt, er hat ja zum Beispiel den ersten Venenbypass am Herzen eingeführt hier und durchgeführt in Erlangen. Aber er hat vor allem dazu geführt, dass sich die Chirurgie wieder spezialisiert. Herzchirurgie eingeführt, andere Fachrichtungen und etwas ganz Besonderes und zu dem damaligen Zeitpunkt völlig Neues, eine klinische Pathologie in der Chirurgie. Herr Hamanek ist heute unter uns. Er hat sozusagen die Bibel der Pathologie, die TNM-Klassifikation, über viele Jahre herausgegeben und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Es führte sich dann weiter über Herrn Gall und Herrn Bohnberger, meinen direkten Vorgänger. Alle diese Persönlichkeiten haben sich intensivst mit der
Perfektionierung von chirurgischen Techniken beschäftigt und hier vor allem beim kolorektalen Karzinom. Was hat Herr Hohenberger gemacht? Sie sehen hier, er hat Konzepte, die man kannte, auch schon aus dem Rektumkarzinom auf das Kolonkarzinom übertragen, und zwar unter Berücksichtigung von Fakten, die man eigentlich wusste, und zwar die Embryologie, wie alles entsteht. Hier ein enger Kooperationspartner aus Kiel, ein Anatom. Und man weiß, dass eben während der Genese des Embryos sich die Organe im Körper verlagern und entwickeln, und mit gewissen Drehungen und Verlagerungen wachsen dann auch die Gefäße aus, Venen wie Arterien, und da entlang gehen auch die Lymphgefäße. Und das ist natürlich hat eine bescheidene Bedeutung dafür, wie wir Patienten operieren. Am Anfang war das zum Beispiel bei dem Kolonkarzinom, das galt als eine sehr einfache Operation. Das war eine Ausbildungsoperation, wenn man so im dritten, vierten Jahr war. Ein Stück Darm rausmachen, der Krebs ist dabei und das heilt häufig. Man hat dann hier untersucht, dass man, wenn man das weiter ausgedehnt untersucht, und Sie sehen dann hier so unterschiedliche Präparate, Sie sehen hier ist der Tumor und Sie sehen hier Einrisse, die gehen dann immer weiter weg, und das ist das, wie man es heutzutage operiert, basierend auf den Untersuchungen von Herrn Hohenberger. Das heißt, man nimmt nicht nur einfach ein Stück Darm heraus, wo der Krebs drin ist und alles gut, sondern man entfernt auch das ganze Lymphgewebe. Sie sehen hier an diesen Gefäßstielen, da geht es entlang. Und damit kann man Patienten auch wirklich länger leben lassen, durch eine bessere chirurgische Therapie. Aber das ist natürlich nicht reines Handwerk, weil ich muss ja erstmal drauf kommen, dass das Sinn macht. Und Sie sehen, das sind dann Studien, die das nachvollziehen kommen, alleine durch diese neue Technik, und so sieht es dann aus, ein Präparat oder hier der Situs, hier sind die Blutgefäße, hier die Bauchspeicheldrüse, komplett ausgeräumt, und der Patient kann dann hier sozusagen keine Metastasen bekommen, und diesen Unterschied, der kommt alleine durch Chirurgie, nicht durch den Zusatz von anderen Medikamenten. Und das hat auch einen Tritt in die aktuelle Leitlinie erhalten. Was kann man denn heutzutage dazu beitragen, wenn man das weiterentwickeln will? Auf der einen Seite ist es so, komme ich später auch noch darauf zurück, wir wollen natürlich immer mehr minimalinvasiv das operieren. Ich bin Mitglied einer Expertengruppe, wo wir uns darum kümmern, einmal dieses umzusetzen und in gewissen Schritten so einzusetzen, dass man es vielleicht auch gut ausbilden kann. Wir können ja leider nicht alle Patienten, auch wenn wir es vielleicht gern wollten, hier bei uns in Erlangen operieren. Und die Ergebnisse der Chirurgie des Kolonkarzinoms sind auch heute noch deutlich unterschiedlich. Und zwar nicht nur deutschlandweit, sondern international. Wenn ich auf internationalen Kongressen gehe, höre ich mir immer an, wo kann man hingehen? Nach Japan und nach Erlangen. Und Sie sehen auch, dass ich Chirurgen bei mir in der Klinik habe, die Künstler sind. Das hat Herr Mark gezeichnet, und der kann nicht nur das zeichnen, sondern viele Zeichnungen hat er für mich schon angefertigt und auch für andere. Und Sie sehen, dass wir hier definieren wollen, welche Schritte bei dieser Operation notwendig und sinnvoll ist, um das laparoskopisch zu machen und das dann letztendlich wissenschaftlich validieren, dass die Patienten davon profitieren können. Dass die Chirurgie nicht alleine ausreicht, hat auch wesentliche Wurzeln hier in Erlangen beim kolorektalen Karzinom. Viele von Ihnen werden diese Studie kennen, einige von den Autoren sind auch hier. Das war ein Meilenstein in der Behandlung des Rektumkarzinoms. Nicht alleine die Operation hilft, das wusste man zu dem Zeitpunkt schon, aber soll man vorher oder nachher eine Strahlen- und Chemotherapie machen, was ein großer Unterschied ist. Der Patient will ja normalerweise immer, wenn er kommt zu mir, machen Sie den Krebs bitte raus. Und ich muss ihn dann überzeugen, dass es sinnvoll ist, eben auch andere Therapien durchzuführen. Und so war das hier, so ist es auch gezeigt worden, das ist so eine Kaplan-Meier-Kurve. Hier geht es um Rezidiv, also wie häufig tritt das wieder auf, Monate danach, die Patienten, die eingeschlossen wurden. Sie sehen hier 800 Patienten in Gruppen randomisiert, ganz Deutschland hat da mitgemacht. Und dieser große Unterschied, das ist absolut signifikant, ist relevant für die Patienten, konnte dadurch erzielt werden, wenn die Patienten vorbehandelt werden. Und dafür gibt es natürlich Gründe, weil zum Beispiel nicht alle Patienten nach einer Operation durch Komplikationen die Therapie bekommen können, dass sie nicht so gut wirkt, Chemotherapie nicht so gut hinkommt. Sodass wir heutzutage wissen, dass wir Krebspatienten nicht mehr einer alleine behandeln kann, also der Chirurg, der Strahlentherapeut, der Radiologe, der Onkologe oder Gastroenterologe, sondern wir machen das gemeinsam wie ein Orchester. Und auch die anderen Gebiete, die Sie hier sehen, Psychoonkologie, Reha, Palliativmedizin, Schmerztherapie, das ist alles wichtig, und wir geleiten den Patienten gemeinsam sozusagen entlang des Weges von der Diagnose bis zur Nachsorge.
So haben wir hier zum Beispiel, und das ist auch Tradition hier, haben mir einige nahegelegt, als ich gekommen bin, schafft es doch ab, tägliches Tumorboard. Jeden Morgen treffen wir uns und auch wirklich die Kernfächer sind alle da, früh 7.30 Uhr. Eine hervorragende Sache, weil der Patient eben sehr schnell davon erfährt und wir auch wirklich jeden Patienten gemeinsam besprechen und in 98-99% auch Konsens herrscht, was wir mit dem Patienten dann machen. Wie geht es denn nun weiter? Was kann man denn heutzutage aktuell machen? Viele von Ihnen werden wahrscheinlich die Serie Charité gesehen haben, hier das Diphtherieserum als Originalabbildung. Sie sehen das, womit wir uns jetzt beschäftigen. Aber was gibt es noch? Auf welchen Gebieten kann denn die Chirurgie heute wissenschaftlich arbeiten, wenn ich vielleicht nicht die Möglichkeit habe, ein neues Diphtherieserum zu erfinden oder eine komplett neue OP-Methode? Weil es ist natürlich schon viel gemacht und es gibt sehr viele intelligente Chirurgen. Evidenz in der Chirurgie, randomisierte Studien, Sie haben einzelne Beispiele schon gesehen. Wir wissen noch bei sehr wenigen Erkrankungen, ob das, was wir tun, auch wirklich Sinn hat. Natürlich gibt es eine Rationale dahinter, aber die kommt häufig daraus, dass wir einzelne Patienten behandelt haben und dann habe ich das Gefühl, es funktioniert gut und dann mache ich das weiter. Dass man es wirklich vergleicht, das macht in vielen Sachen Sinn. Es gibt andere Sachen, wo es keinen Sinn macht. Es macht natürlich keinen Sinn, eine Studie zu machen, ob ein Fallschirm sinnvoll ist. Wenn das Flugzeug abstürzt, kann der Fallschirm sicherlich nicht schaden. Weitere Optimierung der Chirurgie, Minimalisierung, erste Beispiele habe ich eben schon genannt. Welchen Stellenwert wird es haben, die minimalinvasive Chirurgie und auch die Robotik? Wie sieht es aus mit Zentralisierung, Spezialisierung, aber auch die Grundlagenforschung? Hier sind heute im Raum einige Forscher, die in großer Serie hochrangige Publikationen machen, aber auch wir Chirurgen sind da nicht nur dabei als Gewebelieferanten, sondern liefern auch intellektuellen Input und machen selbst solche Untersuchungen. Eine erste randomisierte Studie, die ich Ihnen mal zeigen möchte, wieder Bilder von Herrn Mark, ist bei der chronischen Pankreatitis. Das ist eine Erkrankung, die chronisch ist, das heißt, die geht nicht weg. Die hat man durch verschiedene Auslöser, Alkohol spielt da eine Rolle, aber nicht nur. Und dann ist es eine Entzündung, vor allem des Bauchspeicheldrüsenkopfes, der wird groß, macht Schmerzen. Das ist eine sehr gute, behandelbare, chirurgisch behandelbare Erkrankung. Aber man wusste nicht, wie man die eigentlich gut behandeln sollte. Der Standard früher war die sogenannte Wippelsche Operation, das heißt, man hat den Bauchspeicheldrüsenkopf entfernt, früher auch noch ein Teil des Magens, das ist halt nicht mehr Gallenblase, sodass es dann so aussah. 12-Fingerdarm komplett entfernt, eine große Operation mit auch natürlich Risiken, auch wenn die Operationsergebnisse hier besser sind als bei Krebs. Dann kamen immer mehr aus Heidelberg, Ulm neue OP-Methoden auf, wo man gesehen hat, dass man auch durch kleine Operationen gute Erfolge erzielen kann. Bis hin dazu, dass man nur einen Teil des Bauchspeicheldrüsenkopfes ausschält und alles andere belässt. Die Schmerzen im weiteren Verlauf war gleich. Es gibt natürlich auch gewisse Vorteile, weil natürlich Insulin gebildet wird. Das ist hier besser, wenn man Organ erhält. Aber es gab keine Daten darüber, sodass eine randomisierte Studie aufgelegt wurde unter Mitwirkung von vielen deutschen Chirurgen. Wir haben in Dresden da sehr intensiv mitgemacht und waren immerhin in der Lage, die zweitgrößte Patientengruppe dort einzuschließen. Und Sie sehen jetzt die Ergebnisse, die überraschend waren für die meisten, die teilgenommen haben. Also die Hypothese war, eigentlich ist die kleine Operation mindestens genauso gut, hat weniger Komplikationen und Risiken. Sie sehen hier, die Lebensqualität ist gleich, kein statistischer Unterschied im weiteren Verlauf. Das heißt, das können wir beides machen. So war das auch bei allen anderen Faktoren. Aber was wir dann überraschenderweise gesehen haben, in der Folge kommt es bei der limitierten, kleineren Operation zu häufigen Folgeproblemen, die wiederum mit Operationen und Interventionen, Krankenhausaufenthalten vergesellschaftet sind, sodass hier ein großer Effekt herauskommt und wir können eigentlich heute den Patienten nicht so einfach empfehlen, dass wir die kleinere Operation machen, sondern wenn es geht, wenn es technisch möglich ist, sollte man eher die definitive Therapie machen, um dann auch ein langfristiges Ergebnis für den Patienten zu erzielen. Auch hier wieder eine randomisierte Studie, die in Erlangen aufgelegt wurde. Ich habe mich ja intensiv mit dem Bauchspeicheldrüsenkrebs beschäftigt, auch in Dresden, so eine Studie aufgelegt, aber eine kleine Studie, unizentrisch, nur die Patienten behandelt, die wir dort gesehen haben, nicht randomisiert. Ich war sehr froh, als ich hierher kam, wo es ein Zentrum gibt, wo eine randomisierte, multizentrische Studie hochkomplex zu diesem Gebiet aufgelegt wurde.
Sie sehen hier, das sieht alles sehr kompliziert aus, aber die Patienten werden zunächst eingeschätzt, wie fit sind die Patienten, welche Chemotherapie halten sie aus. Danach wird geguckt, hat das schon funktioniert, und dann wird noch geguckt, ob eine zusätzliche Strahlentherapie vor der Operation hilft, um letztendlich die Patienten, die am Anfang, das ist das Eingangskriterium, nicht operabel waren, dann zu operieren. Und es sollen hier 800 Patienten eingeschlossen werden. Es gab schon früher mal so eine Studie in Erlangen, die abgebrochen werden musste, weil nicht genügend Patienten eingeschlossen wurden. Wir sind jetzt immerhin schon bei 300 Patienten, viele aktive Zentren, die hier mitmachen. Das wird die Behandlung einer solchen Erkrankung sicherlich deutlich voranbringen, weil wir dann viel besser wissen, was wir tun. Aber Sie sehen auch, die Patienten werden alle relativ ähnlich behandelt. Ich werde Ihnen dann im Weiteren noch zeigen, was man da für Strategien hat, dass man da vielleicht noch weiter vorankommt. Aber es geht natürlich nicht nur um die Perfektion in der Chirurgie. Das ist ein Beispiel, wie man exzellente Chirurgie machen kann. Das ist von sozusagen dem Großvater meiner chirurgischen Ausbildung, Herr Trede und Herr Seger, eine sehr, sehr häufig zitierte Publikation. Warum ist das so bedeutsam? Es bedeutet 118 aufeinanderfolgende Operationen, Bauchspeisenkopfoperationen ohne Tod. Da werden Sie sagen, na gut, das ist ja eigentlich normal. Nein, das ist nicht normal. In den 60er, 70er Jahren wollte man diese Operation, die sogenannte Whippische Operation in Amerika, verbieten, weil eben 40%, 50% daran gestorben sind. Und das war ein großer Verdienst, und das hat natürlich nicht nur damit zu tun, dass man die Patienten gut operiert, sondern man muss sie insgesamt gut behandeln. Man muss die richtigen Patienten operieren, und dann kann man solche Ergebnisse erzielen. Es hat dann auch dazu geführt, dass natürlich in der deutschen und auch internationalen Literatur überhaupt keine Daten mehr es gab, wo sich Leute getraut haben, schlechte Zahlen zu veröffentlichen. In der Leitlinie stand drin, es müssen weniger als 5% sterben, damit es überhaupt ein Zentrum sein kann. Und die meisten Publikationen waren auch so. Eine interessante Untersuchung ist hier aus Rostock durchgeführt worden. Man hat einfach alle Pankreaschirurgen in Deutschland angeschrieben, gefragt, wie viel machst du denn, wie viel sterben denn? Und die Kurve, die rauskommt, ist ja ungefähr das, was man erwarten würde. Also wenn man wenig macht, gibt es natürlich ein paar, aber das hat statistische Gründe, wo keiner verstirbt. Aber es wird besser, wenn man mehr macht. 2,58%, alle dachten, ist ja super. Wir hatten dann die Möglichkeit, in einer Kooperation mal wirklich alle Patienten, die operiert werden an der Bauchspeicheldrüse, und das wirklich über ein ganzes Land, das erstmals in der internationalen Literatur zu untersuchen. Jeder Patient, der behandelt wird, egal ob alt oder jung, wie er versichert ist, welche Krankenkasse, spielt alles keine Rolle, weil diese Daten werden heute erhoben und werden auch statistisch gesammelt. Nur den Zugriff haben die meisten nicht. Das haben uns hier Herr Manski und Frau Nimptsch ermöglicht. Und wir haben jetzt über 5 Jahre insgesamt 60.000 Operationen. Sie sehen schon, da kann man sehr viele Lehren daraus ziehen, weil da ist die Statistik einfach. Es ist hier auch keine Stichprobe, weil ja einfach alle untersucht werden. Man kann dann schauen, wie alt sind die Patienten, welches Geschlecht, welche Operation hat es. Und selbst wenn man ganz seltene Operationen sieht, hat man immer noch sehr große Zahlen. Was ist rausgekommen? Oh Schreck! 10% in Deutschland sterben heutzutage 10% an Bauchspeicheldrüsenoperationen. Alles zusammengenommen. Unterschiedliche Erkrankungen, unterschiedliche Operationen von klein bis groß. Das hat sehr viel Aufregen erhoben. Und Sie sehen auch hier, dass sich das in den letzten 5 Jahren überhaupt nicht verändert hat. Wir haben uns dann natürlich die Frage gestellt, was kann dahinter stecken? Und haben das genauer analysiert. Und das haben wir jetzt gerade veröffentlicht. Und das ist ein wesentlicher Punkt, den wir schon wussten aus anderen Untersuchungen, aus anderen Ländern, vor allem Amerika. Sie sehen hier, wenn man sehr wenig macht, sterben 12%. Wenn man sehr viel macht, ist es nur die Hälfte. Das heißt, wenn man sowas mehr macht, sterben weniger. Und das ist aber nicht so einfach zu sagen, dass es am Chirurgen gibt, weil es gibt ja Superchirurgen, die sind an der Uniklinik ausgebildet, gehen in ein anderes Haus, könnte es da immer noch gut. Woran mag das denn liegen? Wir haben zusätzlich untersucht, dass es vor allem auch daran liegt, dass die Patienten, die Komplikationen haben, dann dort nicht gut behandelt werden können, weil man es zu selten sieht, weil man keinen interventionellen Radiologen hat, weil man keinen guten Intensivmediziner hat, auch nicht die Schwestern hat. Und Sie müssen sich vorstellen, eine doppelte Letalität. Und das Interessante ist, wenn man diese Gruppe anguckt, in Deutschland gibt es ungefähr 1000 Krankenhäuser, in 800 von diesen wird Pankreaschirurgie betrieben, die wirklich die Krönung, glaube ich, der zumindest in der Allgemeinchirurgie darstellt. Und in 400 von den 800 Kliniken werden im Durchschnitt 5 Operationen im Jahr durchgeführt.
Sollte man da hingehen? Ich glaube nicht. Lange Zeit galt natürlich auch das, dass der Schnitt soll möglichst groß sein. Großer Chirurg, große Schnitte. Herr Kocher hat es schon relativ früh gesehen. Ist es heute auch noch so, auch wenn wir hier super plastische Chirurgen haben, wir müssen solche großen Narben nur noch sehr wenig machen, aber es wird immer Indikationen geben, die sinnvoll sind. Beides Patienten letzte Woche bei uns operiert, dass eine HIPEC mit Peritonektomie, also das heißt, da wird das gesamte Bauchfell im Bauchraum ausgeräumt, das wird man auch in vielen Jahren, glaube ich, noch nicht mit kleinen Schnitten machen können. Heutzutage gehen wir aber immer mehr in diese Richtung und wir sehen, dass wir mit diesen kleinen Schnitten im Prinzip, wenn es machbar, technisch machbar ist, das gleiche Ergebnis erzielen können. Und Sie sehen jetzt hier mal einen Roboter und Sie sehen, das ist ja eine komplexe Handlung. Einschenken eines Bieres, das spielt ja gerade Herrn Franken auch eine große Rolle. Und die Frage ist natürlich, wenn der Roboter selbst ein Bier einschenken kann, vielleicht kann der uns ja auch beim Operieren helfen. Und Sie wissen die Antwort natürlich, hier haben wir einen Da Vinci, es gibt in Deutschland auch schon ungefähr 100, in Amerika mehrere tausend. Das ist wirklich Technik, die begeistert, auch wenn der Spruch jetzt kopiert ist. Aber ist es denn wirklich so, dass uns dort der Roboter operiert? Natürlich nicht, das ist roboterassistierte Operation. Man kann da ganz entspannt drin sitzen, es fehlt noch irgendwie der Kaffeehalter. Man muss sich nicht steril machen, man sieht hier 3D. Aber was das Besondere ist, dass hier mit diesen Handgriffen, die werden übersetzt vom Computer in Bewegung dieser Arme und vor allen Dingen dieser Instrumente vorne. Und man kann, währenddessen man bei der konventionellen Laparoskopie, also Knopflochtechnik, ja nur so gerade Stäbchen hat, sind die hier bewegungsfähig und können Bewegungen machen, die besser sind als das, was wir als Menschen tun können. Zudem kann man hier natürlich auch sehr gut ausbilden. Sie können sich vorstellen, man kann eine zweite Konsole daneben stellen, man kann gemeinsam operieren. Also das ist etwas, womit wir in Zukunft unsere jungen Chirurgen begeistern werden, damit sie denn überhaupt Chirurgen werden wollen. Und Sie sehen mal hier so ein Beispiel, wie das funktioniert. Man kann insgesamt 3 Arme bewegen und auch die Kamera bewegt man selbst. Es gibt immer noch einen Assistenten, der natürlich am Tisch steht und das unterstützt. Und dieses Gelenk ermöglicht Bewegungen 360 Grad. Und Sie sehen eine hohe Auflösung. Man sieht hier kleinste Nervenfasern. Man kann Schichten gut präparieren. Und da ist es durchaus möglich, dass man die gleichen guten Ergebnisse erzielt wie bei einer offenen Operation, wo man selbst das taktile Gefühl hat. Das geht bei diesem Roboter noch nicht, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Und es konnte gezeigt werden, dass man eben mit den kleinen Schnitten die gleiche Wirkung erzielen kann. Und da geht es natürlich vor allem um das Ergebnis bezüglich des Krebses. Wie lange leben die Patienten? Die Kurven sind gleich, schneiden sich nicht, offen laparoskopisch ist gleich. Aber es gibt natürlich, warum machen wir das dann überhaupt? Der Aufwand ist ja größer. Im Kurzfristverlauf sind natürlich die kleinen Schnitte für die Patienten weniger belastend. Sie kommen eher raus aus dem Bett, letztendlich auch eher nach Hause, haben weniger Wundinfekte, sodass man das natürlich machen sollte. Und diese ganzen Komplikationen haben natürlich auch eine Auswirkung langfristig auf das Langfristergebnis. Kommen wir zum letzten Teil. Wir haben uns natürlich auch mit Grundlagenwissenschaft beschäftigt. Sie haben das gehört, wir hatten eine große Kooperation ausgehend von einem Krebshilfeprojekt in Berlin, was ich dann nach Dresden holen konnte. Und wir haben hier eine Kooperation zwischen 4 Unikliniker aufgebaut, wo wir sehr viele 100 Patienten mit Pankreaskarzinom untersuchen konnten. Und wir waren auf der Suche danach, dass man vorhersehen kann, welche Therapie dem Patienten am meisten hilft, eine Chemotherapie danach der Operation oder eben nicht, und wie lange die Patienten leben. Wir haben so Genchip-Untersuchungen gemacht, wo man praktisch alle Gene des Menschen in der Tumorprobe untersuchen kann, haben dann wesentliche Gene herausgefunden und haben dann einzelne von diesen untersucht an einer anderen zweiten Gruppe, um das zu bestätigen. Und Sie sehen dann, wenn man das kombiniert, kommen da schöne Kurven raus, das heißt, die überschneiden sich, das bedeutet, da ist ein Unterschied. Wenn man dann zu der Genauigkeit geht, sehen Sie hier 0,7, das ist nicht so genau, dass man daran eine Therapieentscheidung abhängig machen kann. Da müssen wir weiter dran forschen. Und wir sind inzwischen natürlich auch weitergekommen. Diese Dias sind sehr unübersichtlich, sollen Ihnen nur zeigen, was wir weitergemacht haben. In einer großen Kooperation, wenn man alle Autoren auftragen würde, bräuchte ich wahrscheinlich 2 bis 3 Seiten, haben wir international das Pankreaskarzinom genau untersucht. Was ist in Kürze rausgekommen? Es gibt unterschiedliche Typen
Und die haben eine unterschiedliche Prognose und werden auch unterschiedlich behandelt. Wenn man da ein Beispiel herausgreift, hier ein Patient, ein individueller Patient, wurde operiert, alles gut, würden wir dem Patienten sagen. So sagen wir es natürlich nicht, weil wir wissen, dass die Erkrankung häufig zurückkommen kann. Er hat eine unterstützende Chemotherapie bekommen. Es ist dann trotzdem zurückgekommen. Es ist etwas sehr Häufiges. Und man hat dann aber gesehen, dass in seiner Gensignatur des Patienten eine Veränderung ist, die für eine bestimmte Chemotherapie sehr gut zu behandeln ist. Es wurde behandelt und der Patient hat dann längere Zeit gelebt. Sie sehen hier auch noch die klinischen Bilder. Hier das Rezidiv, was da nicht da war. Das heißt, wir werden in Zukunft sicherlich die Patienten so behandeln, dass wir eine Probe entnehmen und präzise vorhersagen können, welche Behandlung die beste ist. Wie kann man sich das vorstellen? Bisher ist es wirklich so, wenn Patienten fragen das auch, geben Sie das jetzt einfach per Zufall? Nein, wir wissen von 100 oder 500 Patienten, die oder die Therapie ist im Durchschnitt am besten, aber wir wissen natürlich nicht, ob sie derjenige sind, wo das gut wirkt. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass nur 20% der Patienten auf die Therapie ansprechen, alle blaue, ist es hier also ein Durchschnitt. 80% werden behandelt, ohne dass das einen Sinn macht, eigentlich, aber wir wissen es natürlich nicht. Und wir wollen eigentlich dazu kommen, dass wir zielgerichtet die Patienten und Befunde behandeln können. Dass das Realität geworden ist, hat sich in dieser Woche, in dieser wirklich großartigen Publikation aus New York herausgestellt. Hier wurden 10.000 Patienten routinemäßig untersucht, sehr aufwendig, und wurde dann geschaut, welche genetischen Veränderungen gibt es bei den Patienten in ganz unterschiedlichen Tumorentitäten. Patienten wurden dann in klinische Studien eingebracht und wurden gezielt behandelt. Und da, wo man eben Angriffspunkte sieht, da werden die Ergebnisse besser werden. Aber wir haben natürlich noch nicht für alles etwas. Bessere Diagnostik bei Krebs, Sie wissen das vielleicht, gibt es keine guten Tumormarker. Es gibt zwar welche, aber der verdient den Namen eigentlich nicht. Es gibt im Prinzip nur eine richtig gute Vorsorgeuntersuchung, das ist die Koloskopie. Hier beim Pankreaskarzinom ist es besonders schwierig. Man kann nicht unterscheiden, im Blut hat einer Krebs oder nicht Krebs oder chronische Entzündung. Und wir haben das Metabolom untersucht, also Metabolite im Blut in einer großen Kooperation und konnten mit einer sehr hohen Genauigkeit zeigen, dass man das trennen kann. Und das beginnt jetzt gerade eine prospektive Sammlung von mehreren tausend Patienten in ganz Deutschland, um das zu bestätigen. Und vielleicht haben wir dann ja mal irgendwann einen Frühmarker, um diesen Krebs besser behandeln zu können. Womit beschäftigen wir uns noch? Bildgebung spielt natürlich eine ganz große Rolle. Herr Röntgen, dieses Bild, ich habe es von Herrn Uder bekommen oder man findet es auch bei Wikipedia, hat ja sehr schnell den Eingang gefunden in die medizinische Praxis. Herr Uder behauptet, am schnellsten, kann ich nicht beurteilen. Das ist jetzt unser Herr Röntgen hier und da kann man so schöne Bilder machen, Sie sehen viel schärfer, man erkennt sehr gut hier eine Achillessehnenruptur. Wieso zeige ich Ihnen diese Bilder? Vielleicht brauchen wir irgendwann gar keinen Radiologen mehr, vielleicht brauchen wir auch keinen Chirurgen mehr. Herr Engel, Forscher des Jahres 2016 bei Siemens, und das ist Herr Krautz, einer meiner Mitarbeiter, arbeiten an der Zukunft. Hier sogenanntes Cinematic Rendering, Kopf-Körper-Kino. Sie sehen, wie genau man hier aus normalen Datensätzen, aus dem CT, aus dem MRT, praktisch virtuell den Patienten untersuchen kann. Und wir werden jetzt untersuchen, ob das eine Relevanz hat für die Planung der Operation, ob man zum Beispiel während der Operation, wenn man sowas eingeblendet hat, viel besser operieren kann. Und vielleicht verändert sich dann die Medizin auch insgesamt. Und Sie sehen dann hier solche Bilder, und das ist nicht so imposant, nur weil es bunt ist. Sie sehen, hier sind die Rippen, hinten die Wirbelsäule, große Blutgefäße, Nieren, hier ist die Leber und hier ist der Tumor, Sie sehen die Blutversorgung. Und wenn man das sich zum Beispiel während einer roboterassistierten Operation einblenden lassen könnte, könnte man sehr gezielt und sehr genau hier operieren. Daran wird gearbeitet und das wird möglicherweise mal kommen. Ich glaube auch, dass wir gar nicht so weit weg sind vom wirklich automatisierten Operieren. Bis jetzt ist es assistiert, vielleicht brauchen wir in 20 Jahren den Chirurgen in der Hinsicht vielleicht gar nicht mehr. Sie sehen hier so Beispiele, die man findet. Gerade die Leber ist sehr komplex, weil es hier sehr viele Strukturen gibt, verschiedene Blutgefäße, Gallenwege, die sich da kreuzen und die im Weg sind, will ich mal sagen. Und das wird heutzutage schon untersucht, ob man das automatisiert mit dem Roboter operieren kann. Sie werden sagen, das geht doch alles nicht. Naja,
Ich glaube, das hätte vor 5 Jahren auch keiner geglaubt, dass diese kleinen Autos so rumfahren. Und ich gehe mal davon aus, dass ich in 5 Jahren nicht mehr selbst zur Arbeit fahren muss. Ist es wirklich ein Kampf, Mensch gegen Maschine? Nein, das glaube ich nicht. Die Maschine wird uns unterstützen und es wird sehr, sehr lange dauern, wenn es denn überhaupt kommt, dass die Maschine uns ersetzt. Aber so wird ein OP-Saal doch schon in wenigen Jahren aussehen. Es wird immer minimalinvasiver, aber Sie sehen schon, was der Mensch machen muss. Das Gehirn wird man immer noch brauchen. Auch wenn uns hier sehr viele Daten geliefert werden, das ist in aller Munde, Sie haben ja schon gehört, wie meine Berufungsverhandlungen unterstützt wurden, indem ich ausgespäht wurde. So wird das natürlich auch gemacht werden. Wie viele Patienten wird man denn als individueller Arzt sehen können? Zu einer Erkrankung und dann noch seltene Erkrankung. Wenn man diese Daten alle zusammenführt, für Google wird das irgendwann überhaupt kein Problem sein. Das wird uns unterstützen, den Patienten optimal zu behandeln. Aber wo bleibt denn der Patient? Und das wird der Computer lange noch nicht können. Der Mensch, der Patient ist ja das Wichtigste, um wo es sich kümmert. Und da denke ich, das ist jetzt nicht weder Wissenschaft, noch ist es Handwerk, das ist dann letztendlich die ärztliche Kunst, weil wir müssen ja den individuellen Patienten sehen. Das heißt, das geht natürlich nicht nur nach den Genen oder nach seiner Erkrankung, das spielt sein soziales Umfeld eine Rolle, seine Psyche, viele andere Sachen, welche Therapie wir wirklich machen. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich bin mir ganz sicher, dass die Chirurgie ein hochentwickeltes Gebiet ist. Es mag Chirurgen geben, für die ist es nur Handwerk. Ich glaube, für viele ist es Kunst. Und ich bin mir ganz sicher, die Chirurgie ist insgesamt Handwerk, Wissenschaft und Kunst. Abschließend möchte ich mich noch bei vielen bedanken. Zunächst natürlich, auch wenn er heute nicht da sein kann, bei meinen chirurgischen Lehrern, vor allem natürlich bei Herrn Detlef Seeger, der mir nicht nur das praktische, handwerkliche Rüstzeug gegeben hat, auch hat er mich sozusagen mehr oder weniger am Anfang, als Chirurg will man ja gar nicht Wissenschaft machen, da muss man etwas hingetrieben werden, aber er hat mich vor allem auch die ärztliche Kunst gelehrt. Und da bin ich ihm sehr dankbar und hoffe, dass er sich schnell wieder erholt. Dann möchte ich mich bedanken bei meiner Familie, die heute da ist, meine Eltern natürlich, aber auch meine Kinder, Lotte und Paul, gut, der hat vielleicht nicht so viel zu den Arbeiten beigetragen, mich ja abgehalten, aber auch natürlich bei Anne, die mich in allen letzten Jahren sehr unterstützt hat und das war sicherlich nicht immer sehr leicht. Hervorheben muss ich ganz besonders natürlich neben vielen Kollegen, die auch jetzt hier sind, mit denen ich in Dresden zusammengearbeitet habe, aber diejenigen, die viel aufgegeben haben, die den Wechsel mitgemacht haben hierher. Es geht los mit, ich gehe mal von dem Alter aus, mit Christian Pilarski, mit dem ich diese ganzen Untersuchungen auf molekularer Ebene im Labor gemeinsam gemacht habe. Ohne den könnte ich hier jetzt nicht stehen. Ganz vielen Dank, dass du auch mitgekommen bist. Und dann die vielen anderen Kollegen, Herr Professor Kersting, der kürzlich zu uns gestoßen ist hier, der mein Vertreter ist, Herr Georg Weber, der klinisch und wissenschaftlich extrem aktiv ist, Oberarzt in meiner Klinik, Herr Denz, der wirklich meine rechte Hand geworden ist, in allen Sachen mich unterstützt. Und Herr Krautz, den haben Sie hier schon gesehen, ein wahnsinnig aktiver, junger Chirurg. Genau das, was man sich vorstellt, von Kunst bis zur Wissenschaft hin. Ich bedanke mich sehr, dass ihr mich hier unterstützt. Das soll aber gar nicht so klingen, als ob wir jetzt hierher kommen und einfach mal diese Klinik übernehmen. Das ist es nicht. Und ich bin ganz stolz eigentlich darauf, dass ich glaube, wir haben einen guten Weg geschafft, dass viele tolle Gute, was hier gewesen ist, dass wir das bewahren. Und ich möchte mich bedanken bei den vielen Kollegen, die mich hier so sehr gut unterstützt haben, natürlich die Ärzte. Und wir haben eine ganz tolle Klinik jetzt inzwischen entwickelt, wo wir über breiteste Technologien und auch über Expertise verfügen können, aber auch natürlich bei der Pflege vom OP bis zur Station. Letztendlich bin ich auch sehr dankbar, dass ich von Ihnen Professoren sehr freundlich aufgenommen bin. Bedanke mich, wir haben schon einige Kooperationen begonnen und hier Erlangen ist ja ein Standort, wo man naja, eigentlich nicht verhandeln muss, ne? Da will man ja eigentlich hin. Es ist eigentlich, man darf das an anderen Fakultäten und wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, ja gar nicht zu laut sagen, auch wenn wir hier immer ein bisschen jammern. Wir kriegen neue Chirurgie, das neue Bettenhaus, die Labore. Es ist nahe dran am Paradies. Also nochmal vielen Dank. Zum Schluss möchte ich mich auch bedanken natürlich beim Vorstand und bei Ihnen, Herr Dekan, für die guten Verhandlungen.
Und ich bedanke mich bei allen Ihnen, dass Sie hier da gewesen sind und freue mich jetzt, wenn wir gemeinsam noch zur Orangerie laufen und dort anstoßen können. Vielen Dank. Applaus